Sie tanzt allein, das war die Startnummer 6. Das war Henry Valentino. Weiter, meine Damen und Herren, mit der Startnummer 7. Der nächste Kollege, der jetzt gleich kommt, hat mir eben gesagt, Dieter, mach dir nichts draus, ich fahre noch schnell in die Stadt. Das nennt man Lampenfieber, nicht? Und das bei dem, Sie wissen ja nicht, wer jetzt kommt, aber ich sag's Ihnen, die Ballsaison ist eröffnet, Karneval steht vor der Tür, die Kampagne, die Session beginnt am 11.11., also in 2 Tagen. Und was gehört dazu zum Ball, was gehört dazu zum Karneval? Eine Polonaise. Vielleicht eine Polonaise Blankenese. Da fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Aber alles das sagt er Ihnen selber. Gottlieb Herbert Wendehals. Die Startnummer 7. Keller haben wir Pause. Wir rollen das Buffet von hinten auf. Die Post geht ab, wir machen jetzt eine Sause. Der Bier ist los, heute wackelt hier die Wand. Los, Vater, komm in die Socken. Und Mutter schlüpft in ihre roten Pumps. Hier geht was los, da bleibt kein Auge trocken. Klaus Dieter setzt halb ab, jetzt kommt's. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn du gehen sie los. Unsere Polonaise vor Blankenese bis hinter Wuppertal. Am Kamener Kreuz rechts ab. Wir ziehen los mit ganz großen Schritten. Und Erwin passt der Heidi von hinten an die Schulter. Das hebt die Stimmung. Ja, da kommt Freude auf. Los, Oma, hak ein! Das Orchester auf der Bühne packt der Wahnsinn. Der Pianist reißt alle Tasten raus. Die Tuba bläst den Trommler das Toupet weg. Der Dirigent weint, ein Fan schreit Licht aus. Und ein Topaz folgt bereits im Laufschritt. Und jetzt brüllt die ganze Masse, na was brüllt sie wohl? Licht aus und irgendwann geht hier oben die ganze Decke runter. Jawohl! Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn nun geht sie los. Unsere Polonaise vom Blankenese bis hinter Wuppertal. Herr Wert, noch ein Bier. Wir ziehen los mit ganz großen Schritten und Erwin fasst der Heidi von hinten an die Schulter. Das hebt die Stimmung, ja, da kommt Freude ab. Herr Wert, bringen Sie mal ein bisschen Geld, ich möchte zahlen. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn nun geht sie los. Unsere Polonaise vom Blankenese bis hinter Wuppertal. Ja, Kinder, Stimmung im Saal. Wir ziehen los mit ganz großen Schritten und Erwin fasst der Heidi von hinten an die Schultern. Das hebt die Stimmung, ja, da kommt Freude aus. Ein Bier mit Senf, aber den Schaum unten. Wir fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn nun geht sie los. Unsere Polonaise vom Blankenese bis in der Wuppertal. Oh, ist das schön hier! Wir ziehen los mit ganz großen Schritten und Erwin passt der Heidi von hinten an die Schultern. Das sind die Stimmung, ja, da kommt Freude auf. Hallo Dieter Thomas! Ja, 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 ja. Da flogen gleich die Löcher aus dem Käse bei der Polonaise Blankenese. Übrigens, Blankenese für die, die südlich der Mainlinie wohnen, ganz schnell gesagt, 15 Kilometer, ganz genau vom Hamburger Hauptbahnhof bis zum Bahnhof in Blankenese und 10,6 Kilometer Luftlinie von Hamburg entfernt. Wir, meine Damen und Herren, kommen nun zu den Spitzenreitern. Mit der Startnummer 8 und damit der dritte Platz einer Interpretin, von der ich immer sage, sie ist unsere kleinste, aber da hat sie schon so viel Erfolg gehabt. Sie war schon oft unter den